Mittlerweile ist weitestgehend bekannt, dass ein großes modernes Verkehrsflugzeug zwar immer manuell händisch durch den Piloten gesteuert abhebt, aber landen, das kann so ein Flugzeug tatsächlich ganz alleine, um ganz einfach auch eine sichere Operation bei wenig Sicht zu ermöglichen. Kleinflugzeuge können das allerdings nicht. Heute möchte ich euch aber ein neues System vorstellen, was genau das in Zukunft ermöglichen soll. Eine automatische Landung im Kleinflugzeug. Und wie genau das jetzt aussehen soll, das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Also, am besten schauen wir uns, um das Ganze mal ein bisschen besser zu verstehen, am besten schauen wir uns erstmal so ganz grob an, wie das mit dieser automatischen Landung denn in einem großen modernen Verkehrsflugzeug nun wirklich funktioniert. So eine automatische Landung ist immer Teil bzw. vielmehr Abschluss eines sogenannten Precision Approach, also eines Präzisionsinstrumentenanfluges. Dieser Präzisionsanflug beschränkt sich heutzutage an den meisten großen Flughäfen noch immer auf das sogenannte ILS, auf das Instrument Landing System. Habt ihr bestimmt schon mal gehört. So, und dann gibt es weitere Klassifizierungen des ILS. Es gibt Cat 1, Cat 2 und Cat 3. Und das hat nichts mit Katzen zu tun, sondern liefert uns unterschiedliche Minima, also entsprechende Entscheidungshöhen und auch Mindestsichtweiten auf der Landebahn, die sogenannte Runway Visual Range. Dabei ist dieses Cat 3 jetzt noch einmal weiter, feiner unterteilt in Cat 3 Alpha, Bravo und Charlie, was weitere Abstufungen bei den Minima mit sich bringt. Bis zu dem Punkt bei Cat 3 Bravo, wo der Pilot theoretisch bis zum Aufsetzen die Landebahn gar nicht mehr sehen muss. Also eine Decision Height, eine Entscheidungshöhe, die fällt dort weg. Und bei einem ILS Cat 3 Charlie fällt dann sogar noch die vorgegebene Runway Visual Range weg, also es gibt keine Mindestsichtweite mehr auf der Landebahn. Was bedeutet, dass man das Flugzeug theoretisch mit Cat 3 Charlie mit Nullsicht landen kann und auch bei Nullsicht auf der Landebahn zum Stehen kriegen kann. Vollautomatisch. Ja, aber Cat 3 Charlie ist hier für die zivile Luftfahrt noch nicht zugelassen. Wenn man sich mit diesen Begriffen noch gar nicht auseinandergesetzt hat, dann hat sich das, was ich gerade erzählt habe, wahrscheinlich ziemlich unverständlich angehört. Und das ist auch tatsächlich nachvollziehbar. Aber ist jetzt auch gar nicht so wichtig. Über das ILS und die dazugehörigen Kategorien, für die dann auch eine entsprechende Autoland bei den Flugzeugen meist benutzt wird, darüber können wir nochmal in einem separaten Video ganz genau sprechen. Das würde hier jetzt auf jeden Fall den Rahmen sprengen. Worauf ich hinaus möchte ist, dass das mit der Autoland und mit dem ILS und mit diesen Präzisionsanflügen, dass das gar nicht so leicht ist, wie man sich das vielleicht immer denkt. Wichtig ist jetzt also erst einmal nur die Erkenntnis, dass die Autoland-Funktion eines Flugzeuges, genauso wie das bodenseitig dafür benötigte Equipment, dass das ziemlich komplex und aufwendig ist. Das Instrumentenlandesystem, das ILS, liefert dem Flugzeug einen sogenannten Localizer, also ganz einfach erst einmal gesagt den richtigen Kurs zur Landebahn, und einen sogenannten Glideslope, also einen Gleitweg zum richtigen Aufsetzpunkt auf dieser Landebahn. Das Flugzeug empfängt dann diese Daten, welche für die Durchführung einer automatischen Landung aber natürlich auch entsprechend präzise sein müssen. ILS, Präzisionsanflug. Und der Autopilot, allerdings für eine automatische Landung in mindestens zweifacher Ausführung, bringt das Flugzeug dann auf dem Gleitweg auf dem Localizer runter bis zur Landebahn, wo dann in Bodennähe ein weiteres wichtiges System dazukommt, und zwar der sogenannte Radarhöhenmesser. Dieses für eine automatische Landung übrigens ebenfalls redundant ausgeführte System liefert dem Flugzeug jetzt eine ganz genaue Höhenangabe, also eine ganz genaue Entfernung bis zum Boden. Wie sonst soll der Autopilot denn wissen, wann er bei der automatischen Landung den Flare, also das Abfangen des Flugzeuges, einleiten soll? Der kann ja nicht vorne rausgucken und das mal eben aufgrund seiner Erfahrung irgendwie abschätzen, so wie das der Pilot tun würde. Der Radarhöhenmesser, das ist übrigens auch das System, das für die automatischen Callouts der Höhe vor der Landung im Cockpit verantwortlich ist. Falls sich das mal jemand gefragt hat. Gut, weiter am Text. Auf jeden Fall entgegen der Annahme, dass der Autopilot bei einer automatischen Landung das Flugzeug immer absolut perfekt landet, bewegt sich dieser jetzt in einem engen, aber vorhandenen Toleranzbereich. Genauso wie das ILS an sich natürlich auch. So hat der Localizer bei einem Cat-3-Anflug beispielsweise einen Toleranzbereich von plus minus 3 Metern. Damit landet das Flugzeug sicherlich in nahezu allen Fällen perfekt auf der Centerline, aber eben auch nicht immer. Und ganz ähnlich ist es dann auch mit dem Autopiloten, der landet das Flugzeug manchmal richtig super, aber manchmal eben auch nicht.
Aber bei Cat 3 Bravo geht das Ganze ja jetzt auch nochmal weiter nach dem Aufsetzen, denn jetzt muss der für die Steuerung des Flugzeuges verantwortliche Computer ja auch mit Hilfe des Localizer-Signals den Flieger auf der Bahn halten, also den Rollout des Flugzeuges durchführen. Ja, und jetzt kommt an dieser Stelle mal das kleine, feine Sportflugzeug ins Spiel, das hier mal ebenso die gleiche Performance abliefern soll und auch abliefern muss wie ein großes Verkehrsflugzeug. Also ihr merkt schon, so ganz einfach ist das alles nicht. Es scheitert natürlich erst einmal vollkommen klar an der Ausstattung. Einen mehrfach ausgeführten Autopiloten, einen mehrfach ausgeführten Radarhöhenmesser und generell redundant ausgeführte Flugsteuerungscomputer, die das Flugzeug präzise, die Betonung liegt wirklich auf diesem Wort, präzise steuern können, das gibt es bei vielen kleinen Sportflugzeugen nun mal ganz einfach nicht. Und dazu kommt natürlich noch die Ausstattung der ganzen Flughäfen und vor allem der Flugplätze, denn dort tummeln sich kleine Sportflugzeuge ab und zu halt mal rum. So, und jetzt gibt es nicht mal an jedem international genutzten Flughafen ein für automatische Landung geeignetes ILS, über das wir eben die ganze Zeit gesprochen haben, und an den Flugplätzen natürlich schon gar nicht. Autoland mit einem Kleinflugzeug, mit all den wichtigen Punkten, über die wir gerade eben noch gesprochen haben, die ja auch essentiell wichtig sind, denn so ein Ding soll ja nicht 12 Meter links und rechts neben der Landebahn landen, sondern eben da drauf. Naja, das bleibt dann also erst einmal ein Wunsch. Und durch clevere Überlegungen kann man vielleicht ein paar dieser Punkte aus dem Weg räumen, aber eben auch nicht alle. Der Flugzeughersteller Diamond baut seit mittlerweile 15 Jahren die Diamond DA-42, ein dieselgetriebenes Flugzeug, das gerade von Flugschulen gerne für die Ausbildung auf zweimotorigen Maschinen genutzt wird. Es ist ein gutes Schulungsflugzeug. So, und jetzt hat man, um dieses Flugzeug für Erprobungszwecke fit zu machen, für eine automatische Landung, einfach mal sich so eine Maschine genommen und das Ding mit einer Fly-by-Wire-Steuerung ausgestattet. Ganz einfach, erst einmal aus dem Grund, um diese Technologie, die Fly-by-Wire-Steuerung, auch in ein Flugzeug der EASA-Klassifizierung CS23 zu bringen, also in eben solche Flugzeuge. Und dann lassen sich wiederum Systeme wie beispielsweise eine vom Airbus bekannte Flight Envelope Protection auch in kleinen Sportflugzeugen nutzen. Eine Fly-by-Wire-Steuerung in Flugzeugen dieser Größenordnung ermöglicht also auf jeden Fall eine neue, intuitivere Steuerung, aber auch ein ganz neues Level an Automatisierung, wozu dann eben auch so Dinge wie eine Autoland-Funktion gehören. Damit ermöglicht man sich beispielsweise richtige Flight-Control-Laws in einem solchen Flugzeug oder eben ganz einfach redundant ausgeführte, präzise das Flugzeug steuernde Flugcomputer, so wie man das halt von einem Verkehrsflugzeug, von einem modernen Verkehrsflugzeug gewohnt ist. Und das ist ja gar nicht nur aufgrund des Sicherheitsaspektes wirklich interessant, das auch in solchen Maschinen zur Verfügung zu haben, sondern gerade eben für Flugzeuge wie die DA-42, also für Flugzeuge, die gerne für Training von Verkehrspiloten genutzt werden, ist es doch gar nicht schlecht, wenn das irgendwann mal zur Standardausstattung gehört, dass solche Flugzeuge eben wie die großen Brüder mit Fly-by-Wire gesteuert werden oder auch entsprechende Flight Envelope Protection oder eben entsprechende Autoland-Funktionen zum Training bieten können. Besonders spannend wird es aber auch dann, wenn man an der Stelle jetzt mal einen Schritt weiter denkt, denn diese Flugzeuge, das sind ja eben genau die klassischen Flugzeuge, die für Single Pilot Operation zugelassen sind. Also da müssen keine zwei Piloten drin sitzen, um das Flugzeug sicher von A nach B zu bringen, das kann auch einer alleine machen. Und wie gut wäre es jetzt bitte, wenn das Flugzeug nach erkanntem Ausfall des Piloten ganz alleine zum Startflughafen zurückkehren kann, dort sicher landen kann oder sogar an einem fremden Airport, sich selber für diesen fremden Airport entscheidet und dort selbstständig landen kann. Und tatsächlich ließ sich dann mit der eben angesprochenen modifizierten DA-42 bereits im Jahr 2015, im August müsste das gewesen sein, eine automatische Landung realisieren. Die haben das hinbekommen, das Flugzeug automatisch landen zu lassen mit einem Piloten an Bord, der aber nichts dort vorne angefasst hat. So, ja. Und das haben sie aber nicht gemacht mit Hilfe des eben angesprochenen ILS, also nicht mit einem Instrumentenlandesystem, sondern per GPS an Flug. Sowas ist an dieser Stelle sehr viel besser geeignet, denn erstens, vollkommen klar, der Aufwand ist überschaubar für das Flugzeug, für das Equipment an Bord. Der Aufwand ist aber auch überschaubar für den Flugplatz, der nicht so viel Equipment benötigt. Und naja, damit passt das Ganze auch viel besser zu Kleinfliegerei, denn dort kommt es eben genau darauf an, dass der Aufwand so gering wie möglich gehalten wird, denn Aufwand bedeutet hier nun mal auch Kosten. Und die möchte man ja so gut wie es geht vermeiden, denn Kosten schießen schnell mal neue Systeme, neue Möglichkeiten aus der Kleinfliegerei raus. GPS-gestützte Anflüge sind mittlerweile so weit, dass sie als Ablöser für das ILS bezeichnet werden. Denn gerade in Zeiten von tausenden Lärmbeschwerden an großen, aber auch an kleinen Flughäfen ermöglicht ein solches Anflugverfahren
großflächig und das vor allem sehr genau einen Anflug bis runter zur Landebahn, der nicht unbedingt gerade sein muss, sondern kurvig um jede mögliche Ortschaft, um jedes kleine Häuschen drumherum führen kann. Während das eigene Smartphone aber durchaus vermuten lässt, dass es ja auch gar nichts genaueres geben kann als GPS, was damit ja für automatische Landung perfekt geeignet sein dürfte, ist genau das Präzision der größte Nachteil eines solchen GPS-Anfluges. Das ist einfach nicht präzise genug, um damit einen GPS-Anflug in einer automatischen Landung, in einer präzisen, funktionierenden, sicheren automatischen Landung enden zu lassen. So, deswegen muss man sich auch hier wieder so ein bisschen helfen lassen. Und zwar dann mit einem sogenannten GLS-Approach. So, das bedeutet jetzt G-Bus Landing System. Das gibt es auf jeden Fall in Bremen und in Frankfurt. Ich weiß nicht, ob es das noch in anderen deutschen Flughäfen gibt. Auf jeden Fall ist das dort auch im Einsatz. Und das steht G-Bus Landing System. Das steht für Ground-Based Augmentation System Landing System. Puh, wird echt nicht einfacher. Das ist eben genau ein solcher GPS-Anflug, der mit Hilfe einer Bodenstation, ground-based, die Präzision des eigentlich ja zu schwachen GPS auf ein für Autoland theoretisch machbares Level anheben kann. Ihr erinnert euch bestimmt noch an den Localizer für K3, also für einen Anflug, der fast immer in einer Autoland endet. Es gibt nur so ein paar bestimmte Flugzeuge, ein paar bestimmte Bedingungen, die man eben erfüllen muss, damit man K3 manuell fliegen kann, zum Beispiel ein Head-Up-Display. Das brauchen Flugzeuge bzw. Piloten, um einen solch präzisen Approach wirklich von Hand fliegen zu können. Aber meist, oder für uns jetzt einfacher gesagt, ist K3 immer eine Autoland. Und da war die Präzision des Localizers oder der Toleranzbereich bei plus minus 3 Metern. Nur mit GPS, bei einem reinen GPS-Anflug, wären jetzt nur plus minus 9 bis plus minus 17 Meter möglich. Und das ist für eine Autoland natürlich nicht annähernd präzise genug. Die Bodenstation hilft an genau der Stelle jetzt nach. Und zwar, ohne jetzt zu genau auf das Ganze eingehen zu wollen, mit blitzschnellen Fehlerkorrekturen, was das Ganze eben deutlich präziser macht. Und so konnte die entsprechend ausgestattete DA-42 dort im August 2015 das erste Mal automatisch landen. Ja, jetzt haben wir aber gerade quasi den doch eigentlich so tollen GPS-Approach schon wieder ein bisschen runtergeredet. Also jetzt braucht man ja wieder teures, aufwendiges Equipment am Flughafen und am Flugzeug dafür. Ja, und jetzt kommt die Lösung für das Ganze. C2Land heißt das Ganze und das wurde in den letzten Jahren entwickelt von den technischen Unis in München und in Braunschweig. Und da nutzt man jetzt ebenfalls eine Fly-by-Wire gesteuerte, also entsprechend modifizierte DA-42 und die nutzt so lange wie möglich einen GPS-Anflug mit den entsprechend hohen Toleranzen, die für eine Autoland nicht ausreichend sind, steigt dann aber, nachdem sie entsprechend nah an den Flughafen herangekommen ist, mit Hilfe des GPS-Anfluges, auf ein optisches System um, also auf Kameras. Eine der Kameras sieht dabei das, was wir Menschen sehen können, wenn wir aus dem Cockpit der DA-42 rausschauen. Aber das muss ja nicht immer sonderlich viel sein. So, dafür gibt es die zweite Kamera, die im Infrarotbereich arbeitet, die dann auch auf den letzten entscheidenden Metern, auch bei Nullsicht oder bei schlechter Sicht, die Landebahn auf jeden Fall finden kann. Und daraus bastelt sich der Computer jetzt einen virtuellen Leitstrahl, der natürlich nicht mehr von irgendwelchen Bodenanlagen abhängig ist. Ja, und alles, was danach kommt, kennen wir eigentlich schon, haben wir eben schon drüber geredet. Jetzt arbeitet vor allem der Radarhöhenmesser, gibt dem Autopiloten die entsprechenden Höhen durch. Der weiß ganz genau, wann er das Flugzeug abfangen muss und landet die Maschine präzise und sicher, mehr oder weniger weich, genau dort, wo er sie landen sollte, auf der Landebahn. Und so langsam aber sicher wird aus der ganzen Nummer hier was wirklich Brauchbares, oder nicht? Also, als gut entwickeltes, hoffentlich bald zugelassenes Komplettsystem gibt es das dann eventuell für Kleinflugzeuge oder dann wiederum, um wieder einen Schritt weiter zu denken, für automatisierte Frachtflüge, für autonome Frachtflüge und vor allem auch für autonome Flugtaxis. Also, da bewegt sich eine ganze Menge und das könnte ziemlich spannend werden, was da alles noch in Zukunft passiert. Wir beobachten das mal weiter und jetzt bin ich sehr gespannt auf eure Meinung zu dem Thema. Das soll es nämlich damit für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen für euch mit dabei. Ich habe versucht, das Ganze ja, so gut wie möglich zu erklären. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.